So, ein herzliches Willkommen bei Einfach Win. Wir machen eine Runde Fortnite, rettet die Welt, Multi, also Gruppengeschehen hier mit mehreren Mitspielern. Ja, angepasst. Wir machen mal Auftragsfortschritt, mal sehen, wie cool das Ganze ist. Rüchen wir rein. Und mal gucken, wer noch reinkommt oder nicht. Alles gut. Fangen wir an. Moin, moin, irgendwie kann man den nicht verstehen. Oh Gott. Suche den Standort der Messung auf deiner Karte. Damit brauchst du oder was? Das ist ja grausam, was du treibst, Mensch. Müssen wir ganz kurz gucken, ob ich die Ohr irgendwie. Ah, ja, hier sind wir noch. Ich müsste nicht mal stumm schalten, das ist irgendwie zu laut, was du treibst. Ich weiß nicht, ob du irgendwo bei jemandem in den Zähnen rumbohrst oder so. Autsch. Das ist wieder kühl, dass ich so weit hochsteigen muss. Genau, so wollte ich das Ganze. Ich
Voyez, ça vit seul. Ich brauche Holz. Liebe Freunde, ich brauche Holz. Das brauche ich nicht. Holz. Luke Skywalker geht um hier. Überlebender in Gefahr. Ich brauch Hilfe! Bleib mal stehen. Komm. Das war unglaublich. Bei dir sieht das so einfach aus. Zeit bis Evakuierung. Immer wieder so mit Gas geben. Sechse. Müsste ich Gold zu erreichen. Hier wollen wir auch noch nicht. Eine Kiste mit zerrissenen Fotos. Guck mal, Lars. Jemand wurde so sehr enttäuscht, dass er all diese Erinnerungen zerrissen hat. Das sind doch echte Gefühle, oder? Total inspirierend, wenn man ein Trennungslied schreiben will. Vielleicht schon, aber sind Papierfotos nicht etwas altmodisch? Naja, sorry, Lars. Aber die Fotos von deiner Ex vom Handy zu löschen, ist einfach nicht so befriedigend, wie sie zu zerreißen. Noch 5 Minuten. Wow, sieh dir das an, Lars. Das ist doch bloß ein Bild von einem Pärchen. Die sehen glücklich aus. Sieh genauer hin.
Da hat jemand Fremdgänger draufgeschrieben. Dass einer fremd geht, kommt in Trennung sie denn doch ganz oft vor. Ja, aber wir können doch nicht über die Gefühle anderer Menschen urteilen. Wir sind alle bloß Wanderer unter dem Sternenhimmel, die den Pfad nach Hause suchen. Solange der Pfad nach Hause führt und nicht zu einer anderen Frau, ist das ja kein Problem. Keine Ahnung, warum eigentlich nichts los ist hier im Lande der aufgehenden Sonne. Hier haben wir Eintrittskarten. So viele Eintrittskarten. Das muss eine echt schlimme Trennung gewesen sein, wenn jemand diese Erinnerungsstücke weggeworfen hat. Oh, hey Lars! Hier sind doch Tickets für ein Konzert von Steve Wool. Ja, stimmt! Das war auch ein echt gutes Konzert! Wir waren auf der Liebeskrieg-Tour, also trugen wir alle Flügel. Bei der zweiten Zugabe stürmten dann eine Gruppe von kleinen Amor-Engelchen auf die Bühne. Sie haben ihre Pfeile mit einer Banjo-Version von Getrennt Zahlen abgewehrt. Wie kann man sich nach einem Konzert mit Flügeln und Banjos bloß trennen? Das hier ist ja lauter echt romantisches Zeug. Das inspiriert Lars doch nicht zu einem Trennungslied. Ich glaube, ich reg mich einfach nicht leicht über Beziehungsdramen auf. Ich werde nicht so schnell wütend. Was haben wir denn hier? Getrocknete Rosenblätter, ein Armband, ein Plüschbackenzahn, auf dem steht, auf den Zahn gefühlt, ich liebe dich. Was? Auf den Zahn gefühlt. Und es ist ein Zahn, verstehst du? Und das hielt jemand für ein romantisches Geschenk? Ein bescheuerter Wortwitz und ein Plüschzahn? Nicht mal ein Plüschtier? Ein Zahn! Wer will denn bitte mit einem Zahn kuscheln? Wer denkt sich beim Heulen schon, oh, wenigstens habe ich meinen Kuschelzahn? Was für ein dämliches Geschenk! Wer hat sich das bloß ausgedacht? Keine Ahnung von Romantik! 2 Minuten! Was liegt's eigentlich, Leute? Noch 2 Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Können wir Glück haben? Wir haben eine kleine Weile. Hier hört es gut, dann haben wir schon irgendwie begutachtet. Das wird nichts mehr, nein. Gleich geht's los, nur noch 30 Sekunden. Hilf's voll. Jetzt ist voll Metall, fällt mir noch richtig. Metall! Ich kann's nicht fassen. Das waren fast alle. So, gewonnen haben wir irgendwie, oder ich, keine Ahnung, ob die jetzt mitgemacht haben oder nicht. Mal gucken, wie der Stand ist. Schlecht, würde ich sagen.
Obwohl der andere ist noch schlechter. Aber wir haben wieder mal Fortnite Rennen die Welt gespielt. Es geht natürlich heute weiter mit mehreren Spielen. Oder in den nächsten Tagen. So, wie gesagt, wer mitspielen will, kein Problem. Ja, einfach an, also Dr. Win an und dann geht's los. Voraussetzung, ihr müsst relativ die Welt haben bei diesem Spiel. Auch Fortnite spielen wir ja schließlich auch. Da brauchen wir auch immer jede Menge Mitspieler. Wenn man gerne mit mir spielen will und ein paar Boni-Punkte haben will, für die, die ein Abo haben, wenn wir dann einen Namen nennen, dann kriegt natürlich je nachdem. Sturm hat es auf die Leute abgesehen. Das wir gewonnen haben. Halt wir suchen nach Punkte jemandem, der es wissen könnte. Falls du dort oben irgendwelche Signale empfangen solltest, schick sie an mich weiter. Hey, Kommandant! Ich habe gerade ein paar Proben durchlaufen lassen und dabei meine Tonleiter geübt. Na, ich hatte jetzt einmal Schwierigkeiten. Hatte ich den richtigen Einfall? Ein Verstärker! Mit so einem Schild braucht man nicht mehr Saft, man braucht nur größere Lautsprecher. Also im übertragenen Sinne meine ich. Schließ einen Verstärker an dein Schild an, dreh ihn auf, ein bisschen Hall und schon dröhnst du auf die Klinge zu. Okay, ich verstehe, was du meinst. Klingt ein bisschen gefährlich. Das darf man nicht. Lass noch Eis kochen. Haben wir fertig. So, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es euch gefallen hat, vergessen wir den Daumen nicht. Die Abos bitte nicht vergessen, ganz wichtig, dass ihr immer auf den Laufenden bleibt und seht, wo was los ist. Zum Beispiel bei Einfach Win, da kriegt ihr mit, wenn Videos kommen. Vielleicht kommt ja auch mal ein Live bei Win Live, hauptsächlich Lives. Da ist ganz wichtig, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu tätigen. Weil nie genau man weiß, wenn eine nächste Folge kommt oder wenn sie kommt. Bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal, bye bye.